So, willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution. Der Aufnahme und das Essen sind neue Möglichkeiten, meine Lieblingsmomente festzuhalten. Der Aufnahme ist eine brandneue Möglichkeit, ihre Lieblingsdetails zu fotografieren, erlaubt ihnen das Spiel zu pausieren, den idealen Winkel zu finden und das perfekte Foto zu machen. Sie können die Aufnahme über die Person. Aha, cool. Ist ja schön für den Aufnahmemodus. Ich mache ja auch gerade einen Aufnahmemodus und zwar einen Display-Aufnahmemodus. Ha! Könnt ihr mal sehen. Gut. Hab ich das hier so gerade hingebaut oder war das schon so? Ich glaube, das war schon so, oder? Weil so gerade habe ich noch nie lange gemacht. Gut, egal. Große Plattenfossil, ja, okay, erfolgreich ausbilden, Torosaurus. Gut, zwei Leben haben wir schon mal. Ist hier noch viel Platz? Naja. Es lässt zu wünschen übrig, wa? Wie ihn hier gemacht. Okay. Warte mal. Ich habe etwas Neues, das Sie sich ansehen sollten. Ich muss es so jetzt ohne Ende mal auf sich annehmen, damit wir mal hier zu Pott kommen. Und ich will jetzt, was haben wir hier? Souvenir und Fast Food. Okay. Spiel, Fast Food, Souvenir. Spiel halt. Mach mal. Was kostet weniger? Spielwaren. Kleiner Laden kostet weniger. Okay. Machen wir den Spaß. So. Ich gebe dir das dann verbaut wieder mal den Scheiß hier. Jawohl, so will ich doch haben. Das eine Mal geklappt. Jawohl. Ja, doch. Okay. Gut. Und falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, das liegt daran, nicht, dass mein Headset oder so kaputt ist. Nee. Das liegt daran. Ich hoffe, jedenfalls nicht, dass er kaputt ist. Das liegt daran, dass ich ein bisschen verkühlt bin und ich hoffe, dass die Schei also dass ich mich halt nicht so kacke anhöre. Mir kommt es mir so vor, aber pff, wird schon gut gehen. Wah. Okay, so. Juanco mit 59 Belastbarkeit ist. Warte mal. Juango. Belastbarkeit. 59. Adi. Okay. Ich muss hier nur schauen, was hier hochgeht. Aha. Warte. Sie sagt 59 Belastbarkeit. Heißt das jetzt genau 59 wieder? Das Problem hatte ich schon mal, das ist nicht ganz gepeilt. Genau 59 oder über 59? Wenn sie genau meint, dann habe ich ein Problem. Wenn sie über meint, ist easy going. Warte. Was steht? Lassen Sie einen Huangus mit 59 Belastbarkeit frei. Mit. Junge! Weißt du was? Ist mir furzegal. Ich mach. What the fuck? 5 Futz steht's rein. Jetzt geht's aber los. Hä? Ja, wieder. Wie kann hier was leer sein, wenn ich hier nicht mal einen Dinosaurier hab? Der muss aber verstehen. Okay, ich lasse mal den frei. Dann werde ich. Das ist so. Ja, wollte gerade sagen, es ist so bescheuert, dass es mir so viel Kohle kostet, dass ich nur das Ding auffülle. Das ist so bescheuert. Eieiei. Ja, ich muss schon wieder zurück zur anderen Insel und wieder Kohle sammeln. Das ist unglaublich. Dann habe ich noch was drin. Ne! Super! Oh mein Gott, ich komme nicht zu Ponte. Gut, ich habe einen Plan. Ich muss mir jetzt erstmal hier bei der Insel überlegen, während ich hier die Kohle sammle, was ich bei der anderen Insel mache. Und dann halt das umsetzen, logischerweise. Weil so geht das nicht. So geht das nicht. Boah, ich glaube, ich hätte mich echt noch sehr verkühlt an. Halleluja. Aber okay, so. Also, drei. Also, ich muss auf jeden Fall drei Dinos ausbrüten. Und diesen Huango. Okay, den Huango ausbrüten wird das kleinste Problem sein. Weil dann gebe ich einfach einmal so viel Kohle aus wie den Dude und dann haben wir es. Ich brauche auch noch ein bisschen was für die Futterstation. Das heißt, wenn ich eine Million oder 2 Millionen zusammenkriege, dann hier wieder beim Sparen mäßig, müsste eigentlich gehen. Ich hoffe es halt. Ich weiß es auch nicht. Ist es schwieriger, eine kleinere Insel zum Laufen zu bringen oder eine größere? Eigentlich schon eine kleinere Insel ist schwieriger. Kommt mir vor, glaube ich, oder?
Weil bei der größeren Insel habe ich ja viel mehr Platz und kann nicht, was weiß ich, was machen. Und bei der kleineren Insel ist halt. Ja, ist halt scheiße, was klein ist, logischerweise. Gut. Okay. So, dann nochmal Expeditionenwerder. Fotostationen sind fertig aufgefüllt. Das ist ein Traum. Hier ist alles voll. So, wie heißt der? Suchon. Den haben wir aber noch nicht. Noch immer nicht. Leider, leider. Suchon. Suchon. Ne. Haben wir noch nicht. Geil. Okay, gibt es irgendjemand, was schon fast voll ist, dann was man vielleicht voll machen könnten? Igor, Pupum. Ein Fleischfresser könnten wir. Gibt's hier irgendjemand? Ein kleines Nebengeschäft, das wir nutzen sollten. Aha. Ganz ehrlich, Digga, scheiß auf dich. Bei dir brauche ich wirklich gar nichts mehr, weil du hast ja schon. Bei dir habe ich voll, also von daher. Ah, warte, warte, komm. Mach mal hier. Dann machen wir die zwei Dudes. Den einen, diesen Sinn oder wie auch immer, der Suchon hier, den hab ich sowieso noch nirgendwo. Also, pff. Was bringt's es? Ich kann ihn sowieso noch nicht suchen. Warum kann ich den noch nicht suchen? Muss ich denn. Ich glaube, ich muss den erst forschen, oder kann das sein? Ich hab. Oha. Aha. 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 Passt. Dann forschen wir den mal. Ich habe echt noch was, was ich noch forschen kann. Ich glaub's gar nicht. Okay, aber. Warte mal. Suchum irgendwas. Maya? Aha. Hier ist Kollege Pumperbums. Isla Penna. Brauche ich sicher sehr viel. Deswegen. Alles klar. Verstehe. Deluxe. Warte mal. Deluxe-Paket, achso. Die sind einfach normal. Isla Penna. Unterhaltungsmission. Isla Penna. Alles Isla Penna. Auf welch Isla Sorna? Ich kann mit den Dinger immer, ich kann mit den Dingen nie klar, wo ich gerade bin und wo was ist. Wo bin ich denn jetzt? Isla Cano. Isla Penna ist das, ist okay. Isla Sorna ist das letzte. Merke das einfach mal, Mann. Dammit. Tios? Ja, genau, okay. Gut. Ja, bis jetzt sehen eigentlich eh alle Inseln, wo ich schon mal war, richtig geil aus. Würde ich mal behaupten, oder? Mir kommt schon vor. Ja, gut. Also kann ich jetzt sowieso noch nicht den Auftrag machen. So oder so nicht. Isla Penna. Isla Penna. Was ist? Also, ja, weiß ich. Sinning. Der geht noch. Isla Penna, genau. Okay, bei dem muss ich Sicherheit. Bei dem, was ich jetzt machen kann, muss ich Sicherheit machen. Alles klar. Gut, ich werde es wahrscheinlich nur noch 2 Sekunden vergessen, aber theoretisch weiß ich es jetzt. Gut, so, vor. Das war falsch. Danke dafür, weil ich hier rein kann. Nein! Junge, ich will. Oh. Ich kann im Schnellmenü auch das machen. So. Eigentlich wollte ich dahin mit der Hoffnung, dass ich ein bisschen was verkaufen kann. Zum Beispiel halt das. Oder das, okay. Ja, komm. Ups. Zack. Zack. So. Ah, okay. Der eine Irgendwer-Typ ist fertig. Was ich zwar nicht brauche, aber den, was ich auch noch nicht erforscht habe. Weil ich will ja alles erforschen. Wirklich alles. Ja, komm, mach mal einfach mal hier. Und mach mal hier mit der Hoffnung, dass ich hier ein paar Dinge bekommst du Verkaufer. Und sonst, also ich würde sagen, hier kann ich sowieso, also ich wüsste nicht wo, aber pff, müsste ich hier nichts mehr großartig herumbauen. Ich denke, die Insel kann man sagen, dass die perfekt ist. Also pff, ich meine, was willst du da noch großartig machen? Den Typen kann man sowieso nichts recht machen, weil der mag sowieso gar nichts, irgendwo drin und instant tot. Weil doch T-Rex könnte ich 2 haben im Gehege, okay. Die würden sich nicht dann in die Haare kriegen und alles.
Oder eher in die Haut. Ich glaube, ab 3 T-Rexen geht auch die Party ab. Aber hier, Indominus, der muss allein sein. Ich könnte probieren, ob noch ein Indominus, also 2. Aber nee, ich glaube, das ist auch. Auf Wassersuche. Junge, du bist im Wasser, was ist dein Problem? Junge. Anzeige, Anzeigen. Was sind denn die Velos? Hier hin? Hä? Da, schön im Wald, ist klar. Schön verstecken. So, Alpha. Wie ging das mit dem mit dem Alpha machen überhaupt? Alpha. Achso, nee, weiß ich schon. So ein Verkaufswert 48.000, ja, nee, ist nicht so. Genau, und einfach der, was am meisten Punkte hat, der ist dann halt das Alpha-Tier, genau. Aber das geht dann aber auch nur bei Rudeltieren, oder? Weil, wenn ich hier angenommen hätte, jetzt mache ich noch einen Indominus. Und der, was ich dann ausbrüte, ist von der Wertung her besser, oder halt er ist besser, von der Wertung ist scheißegal. Ist dann automatisch aber nicht hier irgendwer von den zwei Alpha-Tieren, oder? Weil sie bei den Pflanzenwesen auch nicht. Also zählt das nur für Rudeltiere? Ich habe keine Ahnung, wie der zählt, frag mich nicht. Ist eigentlich auch furz egal. Ich bin hier nur mehr hier, um Sachen zu sparen. So, Bums. 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 So. Problem ist halt immer, bei neuen Dinosauriern, dass ich dann erstmal schauen muss, wie die klarkommen. Das ist halt das große Problem. Weil jetzt habe ich sozusagen den guten Mittelwert gefunden, oder den perfekten Wert gefunden. Ja doch, der ist auch ein Alpha-Tier. Aber das ist auch der einzige. Weil hier zum Beispiel könnte man jetzt auch sagen, ja, irgendeiner von denen ist das Alpha-Tier. Irgendjemand, keine Ahnung. Weil es sind ja mehrere von der Sorte, aber pff, keine Ahnung. So. Genau, was wollte ich sagen? Ja, hier habe ich es halt richtig gut hinbekommen, dass sich jeder wohlfühlt. Und damit ich jetzt halt einen neuen Dinosaurier ausbrüte und den, weiß ich nicht, hier hin oder halt bei den anderen Pflanzenfressern, außerhalb bei den Fleischfressern, reinholze, dann kann es ja sein. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben. Also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragen weiter entsprechen. Ja, ja. Dann kann es ja sein, dass Sie dich nicht wohlfühlen und dann mit der Stress gibt und bla. Ich habe die Dinosaurier jahrelang studiert, um zu verstehen, wie sie denken. Und sie sind intelligenter, okay, als wir glauben. Wie sie sie behandeln, wird über ihre Entwicklung entscheiden. Ja, okay. So, Ankylo. Habe ich irgendwo einen Ankylo? Ich glaube, Ankylo fühlt sich hier nirgends wohl, deswegen habe ich den gar nicht. Oder halt auf der anderen. Aber ist eigentlich auch egal, weil ich könnte sie eigentlich output und einfach wieder verkaufen. Das wäre auch nicht so das Problem. Habe ich irgendwo einen Ankylo? Ne. Ich habe hier nirgends einen Ankylo, alles klar. Na ja gut, aber warum nicht? Machen wir so, wie ich es gerade gesagt habe. Brüten wir einfach ein Kilo aus und ja. Neues lebensfähiges. Ah, okay, das heißt nur 50% vorher und nicht. Gut. Aufgepowert. Ach komm, brüten wir es einfach aus. Brüten wir es einfach aus. Ich bezweifle es, dass die schief gehen, also. Kann man machen. Ich werde es sowieso dann gleich wieder verkaufen, ich mach's nur für die Mission. Weil ich glaube, die fühlen sich hier nirgendwo wohl, deswegen habe ich auch keine. Aber so Dinosaurier-mäßig, wie heißt der Scheiß? Dinosaurier-Bewertung, Vielseitigkeit hat das Wort. Einzige Spezies 10 von 12, aha, Dinosaurier-Bewertung. Wo steht denn der Scheiß? Ah, hier, annehmbare Vielfalt, okay. Großartiges Wohlbefinden, ja, das stimmt. Ja, Animal Vielfalt ist halt nicht so einfach, wenn da müsste ich 10 Gehege machen und das ist auch nicht so geil. Ja, die Einkaufsbewertung ist halt bei 50%. Ich und die Nahrung ist halt auch. Ich verstehe diese Scheiße echt nicht, wie man das umstellen kann, dass es mal bleibt. Weil, wenn ich es hier machen würde, die Verwaltungsansicht geht ja nicht weiter, da verändert sich ja ein Dreck. Ja, hier verändert sich weiter. Ich muss mir das nochmal anschauen.
Ich muss mir das echt nochmal anschauen.